Dieses Video zeigt die Darsteller privat. Möchten Sie die Illusion der Rollen für Ihr Kind aufrechterhalten, schauen Sie es bitte alleine weiter. Halt die Luft an. Wow! Der Hai hat mich gerade gebissen. Michael! Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Die Franzi ist wieder da. Juhu! Und der Fabi, was hat der denn gemacht? Was? Was hat der denn gemacht? Was ist der Arm wurde überbeansprucht. Ich hab meinen Sack gefunden. Er wurde überbeansprucht. Er wurde sagte er. Bilder von dir. Kann niemand überdauern. Das ist heute Nürnberg. Wir sind in Nürnberg. Hier haben wir den epischsten Bühnenaufgang für Manu. Tada! Und schon ist man direkt auf der Bühne und kann auftreten. Juhu, mein selbstgenähter Porthalter funktioniert. Mach ich doch gar nicht, dass ich euch heimlich filme. Gut, dass es hier Geheimgänge gibt. Was denn? Ich filme doch gar nicht heimlich. Miss Peppe, was ist das? Tschüss. Tschüss. So, wir sind wieder in dem Hotel in Nürnberg und diesmal habe ich eine wunderbare Begleitung. Diesmal muss ich nicht alleine hier durchgehen. Das bin ich, nicht er, ich. Und guck mal, diese Woche kann man das Ganze noch mal im Schnee sehen, was ihr letztes Mal im Vlog im Dunkeln gesehen hat. Was machst du? Ey! Ich hab nasse Finger, du musst trocknen. Ah, es läuft mir in die Jacke rein. So, nochmal das vom letzten Vlog in weiß. Warte, da kam noch ein. Oh, ist doch schön. Jetzt weiß ich nicht mehr, was Manu gesagt hat. Heute spielen wir in Lindau auf einer Insel. Und da gehen wir gerade hin auf die Insel. So sieht das aus und da hinten. Da ist die Insel. Wie schön das hier aussieht. Da hinten ist das Hotel. Hier, da ist unser Hotel irgendwo. Muss doch mal einen Eingang filmen hier. Ich hab ja gerade schon gesagt, wir sind die neue Girls-Band hier. So. Das passt doch einfach. Ja, okay, gib mal ein Beispiel. Yeah! Das ist unsere Bühne heute im Dunkeln, weil der Andreas nämlich gerade einleuchtet. Und da oben ist diesmal sogar eine Regie quasi, aber natürlich unbesetzt für uns. So Fabi, bereit für die Show? Ja, ich bin bereit. Häng mal kurz meine Sachen an den Haken, warte kurz. So, dann kann schon losgehen. Bereit für eine neue Aufführung. Martina ist wieder da. Hi. Martina, du Rose. Herzlich willkommen, Schneekönigin Garderobe. Das ist unser Saal heute in Tuttlingen. Besser, so sieht Babette aus, wenn sie Selfies macht. Ach, das ist übrigens ziemlich nahe der Grenze zur Schweiz hier, also ziemlich im Süden. Und unser Hotel ist der Knaller. Da ist nämlich ein Restaurant und ein Subways und eine Tankstelle, alles in einem drin. Man kann quasi im Schlafanzug in ein Subways runtergehen. Unser Saal heute. Wie war die Frage? Wo ist das Tape? Wo ist das Tape? Oh, kann man das also es lag definitiv hier. Oh Gott, was ist unheimlich. Ich komme in die Ecke und die stehen hier alle so still. Ich weiß, was los ist, aber die gucken da oben die Show. Frau Schneekönigin, Ihr Auftritt ist gleich. Was macht ihr denn hier? Ich bin gerade fertig, aber was kann man. Bist du bereit, ja? Deine Krone sitzt sehr stylisch. Ich weiß, das ist die neue Version von Die Schneekönigin. Wir wollen das Ganze ein bisschen moderner gestalten mit lässigen Rap-Songs und gutem Style und so. Jojo. Deine Necken sieht auch sehr stylisch aus. Was denn? Vor allem von hinten. Wie von hinten? It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. Boah, wir sind jetzt 5 Tage hier in so einer Bachelor-Villa. Sind wir jetzt untergekommen. So, meine Lieben, das ist eure Villa. Oh mein Gott, oh mein Gott. Machen wir mal eine Führung. Das sieht so gut aus. Und dieses Haus, mein Gott. Das ist der Bachelor-Villa. Die erste Nacht der Rosen steht bald an.
Es wäre schön, wenn ihr euch alle versammelt. Können wir uns unterhalten? Nein, so, das, gucken wir uns doch mal das. So, das hier ist. Nein! Ich muss beide nehmen! Oh mein Gott! So, das hier ist das Wohnzimmer. Ich bin nur beleidigt, weil ich bin. Also, ich werde den Bachelor auf jeden Fall mit meinem Talent überzeugen, okay? Okay! Und das geht so. Yes! So, lass uns doch mal oben gucken. Boah, hier, guck mal. Boah. Oh mein Gott, es gibt eine Waschmaschine. Ich muss nie wieder stinken. Nicht, dass ich das jemals getan hätte. Oh mein Gott, das ist eine uralte Nähmaschine, ne? Kennst du diese Tische noch? Ja. Das steht natürlich. Da steht eigentlich eine Nähmaschine drauf. So alt ist das doch gar nicht mehr. Doch, das ist schon alt. Sieht mein Hintern auch nicht so fett aus? Ich filme gar nicht dein Hintern. Ich mache hier Werbung für Engels gleich. Oh mein Gott. Oh, wie riesig ist das denn? Wie riesig ist das denn hier? Was ist das denn hier? Ein Doppelbett. Wenn er mich hier? Ja, ich bin das da. Ja. Hallo. Boah, ey, guck mal, wie groß das hier ist. Ich hab ein Bällebad gefunden! Ich hab ein Bällebad gefunden! Wir können ein Bällebad machen! Draußen Heizstrahler. Und das Geilste ist, ein Hot Tube ist hier. Da werden wir ja wohl morgen Abend mal, ne? Ja. Ah, guck mal, wie gesellig das hier ist. Was? So, meine Engel, gute Nacht. Gute Nacht, Charlie. So, am nächsten Morgen in unserer Bachelorwohnung und wir sind total eingeschneit. Jutta mag diese Umgebung nicht, die taucht lieber in eine virtuelle Welt ein. Oh mein Gott, wie geil ist das? Dino! Oh mein Gott, das ist das Geilste, was ich je gesehen habe. Es kommt Felsen! Ich hab gar keine Beine! Manu, als du gesagt hast, ich möchte jetzt einfach mal abhängen, habe ich mir das anders vorgestellt. Was machst du gerade, Fabi? Schneller, nochmal schneller! Ich sehe einen Erdehalter und unten Erde und Himmel und mein Fallschirm. In Bietigheim-Bissingen sind wir heute. Bietigheim-Bissingen, ich kürze das hier einfach unten nochmal. Da, wo Bowser wohnt. Ja, genau, da sind wir heute. So sieht das aus. Dave fühlt sich da hinten schon richtig wohl. Andreas auch. Ja. Und hier wird fleißig geflickt. Total, der ist total in lauter Scherben zerdeppert. Mist. So. Ach, guck mal, wer wieder da ist. Caro ist wieder da. Es wird jetzt nur noch in die virtuelle Realität abgetaucht hier. Aua. Also direkt vor mir schwimmt gerade ein Hai. Halt die Luft an. Wow. Der Hai hat mich gerade gebissen. Was? Hast du das etwa gespürt? Ey, ohne Witz, der Hai hat mich gerade wirklich gebissen. Was? Hä, das kann ja nicht sein. Doch, ich schwöre. Der hat sogar so... Also hübsch gemacht. In dem Moment. So, das war wieder ein aufregender neuer Vlog von der Schneekönigin. Hier ist sie übrigens, die Schneekönigin. Ja, ich bin hier. Und ja, wenn ihr uns mal live sehen wollt, dann kommt doch vorbei. Einfach die Termine stehen alle unten und alles Mögliche. Und hier letzte Vlogs müsst ihr euch ansehen. Durchgeknallte Gruppe, guckt rein. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Rock'n'Roll. Tschüss.